Und damit herzlich willkommen zurück hier in meinem X4-Universum. In meine geparkte Astrid hier, um schnell hierher kommen zu können. Ja, wahrscheinlich wird es... Gegen wen haben die denn eigentlich alle mal gekämpft hier, dass die so viel Schäden haben hier vom Reich der Dreieinigkeit? Naja, wurscht. Sie übergebene Flotte aus dem Paraniden-Plot, die ja auch noch nicht beendet ist. Da muss ich auch mal zusehen, dass ich dort mal langsam in die Pötte komme, aber dafür brauche ich erstmal 500 Millionen. Und diesbezüglich werde ich wahrscheinlich dann demnächst tatsächlich in Raumsprit und Raumkraut einen Handel angehen, weil wir haben jetzt einen Schwarzmarkthändler gefunden, beziehungsweise der wurde uns durch eine Mission geschenkt, der uns dahin gestoßen hat, weil das finanziell doch relativ lukrativ ist. Gut, ist Drogenhandel ja generell. Und ich würde mal sagen... Sehr geehrter Besucher, wir haben derzeit Schwankungen in unserem Energiesystem. Wir bitten Sie, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. So, erstmal die beiden Händler zuweisen. Kann ich die auch zuordnen. Und dann werden die Feldspulen dann hoffentlich auch an den Mann, beziehungsweise die Frau oder den Teladi gebracht. Was ich hier nochmal gucken müsste, ob ich denn den Manager noch ein bisschen pushen kann. Oh, der hat 3 Sterne. Passt. Das passt. Gut, da auch dafür gesorgt, dass die Credits jetzt nach und nach reinsprudeln. Ihr seht es ja auch, wenn mein Let's Play ein bisschen länger verfolgt, ist ja so, dass je mehr Stationen ich habe, die sich da relativ einfach selbst versorgen können, desto mehr Geld kann ich eigentlich dann nach und nach immer abheben, logischerweise. Und richtig gut funktionieren sollte das dann tatsächlich mit der Schiffswerft. Zumindest für S&M-Schiffe. Hoffe ich zumindest, ob das dann wirklich so ist. Ein paar Stationen brauche ich dafür aber noch. Gut. Also, Kargstation ist Geschichte. Jetzt muss sich die Flotte eigentlich nur noch um den Rest kümmern. Eine aktuelle Information des Logistikbüros. Aufgrund umfangreicher Wartungsarbeiten im Verladesystem kann es zu Verzögerungen bei der Abfertigung kommen. Die sich irgendwie wieder nur um mich kümmern jetzt hier erstmal. Aber vielleicht kommt er ja diesmal weg. Er ist ja anscheinend in Reiseantrieb gekommen. Aber wird jetzt wahrscheinlich rausgeschossen, weil hier wieder einer war. Aber die kommen eh hinterher. Also ich hoffe mal, dass das alles noch Reste sind. Und vor allem, dass sich jetzt das Bollwerk drum kümmert. Nicht, dass ich das falsch platziert habe. Aber scheinbar habe ich es falsch platziert. Es hat jetzt nicht angegriffen. Gut, in erster Linie ist es ja auch für Großkampfschiffe gedacht. Beziehungsweise, ich hoffe mal, das Ganze... Seid ihr überhaupt bestückt? Ich sehe hier nämlich gar keine Waffen. Moment. Das wär jetzt ein Ding. Wobei, hier ist es doch klar. Doch, hat geschossen, weil das ist doch jetzt hier von eben, oder? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Die Stationssicherheit möchte alle Besucher daran erinnern, ihre Kinder stets bei sich zu behalten. Wollte doch gerade sagen. Das wäre jetzt ein Ding gewesen.
Gut. Du bist fertig mit deinem Hallo. Verkauf von Raumkraut. Dann werde ich jetzt einfach mal eine Runde Handel betreiben. Wie gesagt, ich möchte ja alles mal auskosten, was dieses Spiel mir anbietet. Ja, komm mir entgegen. Dankeschön. Ziemlich eng hier, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal. Weil das hier ist hier offiziell Raumkraut. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall... Okay. Stimmt, die Kids wollten mir ja eigentlich auf der arkadischen Bestrebungen landen lassen. Damit ich mich dann dahin teleportieren kann. Goldener Floh, ja, das ist unser Ass hier wahrscheinlich. Ja, da ist Ass drin. Ja, dann würde ich sagen, wir machen einfach nochmal eine Tour Raumkraut kaufen. Wobei, genau, eigentlich wollte ich ja jetzt hier, was haben wir denn noch hier? Den Lux. Wir brauchen jetzt... Schäfer hat keine fortgerichteten Waffen. Wieso haben die alle keine Waffen? Was ist los mit euch? Also nochmal Waffen nachrüsten. Okay, habe ich verstanden. So, wir machen jetzt auf jeden Fall nochmal eine Raumkraut-Tour mit unserer Baldrick manuell hier hin. Theoretisch kann ich das Schiff ja auch nochmal modifizieren. Oh, wobei, das ist verdammt wendig sogar. So. Autopilot eingeschaltet. So, Paranit Handelsstock, genau. Aber vielleicht finden wir ja irgendwo noch einen besseren Preis. Ja gut, es ist ein M-Schiff und noch kein L-Schiff, von daher sollte das ja noch eine gewisse Wendigkeit beibehalten. So, und das könnte ich zum Beispiel dann auch machen. Zum Beispiel selber dann die Feldspulen an den Mann bringen oder zum Beispiel die Frau oder den Teladi. Ich weiß, den Witz habe ich schon mal gebracht und er kam nicht so sonderlich gut. Ich bin der Meister der Flachwitze. Aber verdammt viele Konstruktionsschiffe mittlerweile unterwegs. Wenn ich so an meinen Spielstart denke. Auch schon über 2 Jahre her, wenn man sich das mal so überlegt. Noch schlimmer ist es ja mit meinem Spellforce, was ja auch noch nicht aufgegeben ist, das Projekt. Aber das habe ich ja 2017 im Dezember begonnen. Das ist auch immer noch nicht fertig. Nopileus Glück. Da wird der Autopilot jetzt ein bisschen tricksen, denke ich mal. Ja. Obwohl, er trickst gar nicht mal so. Passt schon. Ich dachte, er warft sich jetzt so ein bisschen schneller vor den Eingang. Glück 2. Ja, wie gesagt, das Schöne an diesem Spiel, man hat so viele Möglichkeiten zu machen, worauf man gerade Bock hat.
Und ich will ja, wie gesagt, alle möglichen Aspekte des Spiels mal abdecken. Deswegen habe ich mich jetzt mal entschieden, eine Runde privates Frachtschiff quasi zuzulegen und damit dann ein bisschen zu handeln. Wobei ich zugeben muss, von dem Blick nach vorne oder allgemein auch vom Cockpit ist die Merkur dann doch eigentlich so mein Favorit, aber so viele Baldricks habe ich noch nicht im Einsatz, deswegen habe ich die jetzt einfach genommen, passt schon. Alles gut, das passt. Mal gucken, wo mich der Autopilot absetzt. Ja, so ein bisschen modifizieren bezüglich Geschwindigkeit könnte ich es natürlich noch. Weil ich da ja schon die besten Antriebe gekauft habe. Raumkrautplantage. So, wir müssen ja auf jeden Fall nicht das Dock hier oben benutzen. Das ist ja für L- und XL-Schiffe. Wir können das ganz normale M-Dock benutzen. Da haben wir natürlich auch den Landecomputer Teil 2 eingebaut, so wie es sein soll. Schiff ja nicht so von der Seite, sondern eigentlich von oben da in der Mitte, um die ganzen Drohnen hier nicht zu stören. Ja, wird auch Zeit, dass wir weiter Raumkrautplantagen finden, weil wie gesagt, die... Erfolgreich angedockt. Willkommen. Hat gar nichts mehr. Haha. Haben wir leer gekauft. Das Ding haben wir komplett leer gekauft. Ja. Deswegen wahrscheinlich hier hohe Nachfrage bei Gewürzen. Medikamente, Nostropöl. Ne, das ist eine geringe Nachfrage. Dann haben wir jetzt ein bisschen mit Zitronen gehandelt. Hätte ich vielleicht vorher mal gucken sollen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wer Raumkraut verkauft hier. Viele dürften das nicht mehr sein. Hier. Da ist also noch eine Station. Die hier verkauft tatsächlich auch Raumkraut. Okay, dann fliegen wir mal dahin. Ja, man darf nicht nur allein auf den Stationsnamen gucken. Weil da wird ja der Name gewählt, dessen Modul halt dominant ist. Und trotzdem kann da ja eine Raumkrautplantage mit verbaut sein. Autopilot eingeschaltet. Was natürlich auch für Umsätze sorgt. Wie wir sehen, mein Herr Händler, von wem das auch immer ist, da müssen wir mal gucken, steuert er automatisch schon hin und liefert halt auch Zeug, wahrscheinlich Gewürze, die ich ja auch in der Vollversorgungsfabrik 2 herstelle und die werden ja da krass gesucht, wie wir gerade gesehen haben. Und so kommt natürlich deswegen auch die Vollversorgungsfabrik mit, ja, eigentlich Waren, die einen geringen Wert pro Einheit haben, doch zu relativ... Ja, viel Geld. Ne? Ich meine, 1,5 Millionen waren es. Das ist jetzt, wie gesagt, auch Geld.
Auf dass sie dann aufgrund der Gewürze auch weiter Raumkraut produzieren können. Wobei ich gar nicht weiß. Wir können ja eigentlich mal gucken, während wir da unterwegs sind. Stationsmodule, Produktionsmodule. Raumkrautproduktion. Ja, braucht Gewürze. Und Sumpfpflanze. Gut, das ist nochmal ein Ding, was ich noch nicht habe, aber das kann man ja alles erwerben, ist ja nicht das Problem. Ja. Ja, da hat man definitiv welche von in meinem Industriegebiet, aber wie gesagt, der Heilige Orden war sogar, glaube ich, da waren es Gottes Reich. Einer von den beiden Fraktionen hat auf jeden Fall die ganzen Stationen da ordentlich weggeräumt. So, dass ich jetzt eigentlich den Platz benutze für meine Stationen. Ich will gerade mal gucken, ob denn die... Ja, okay, die haben Aufträge, sehr schön. Deswegen sind die jetzt da irgendwo hin, auf irgendeinen Weg. Das machen sie ja nur, wenn sie Aufträge bekommen haben. Ja, wie gesagt, ein riesen Gebiet hier. Was jetzt hoffentlich dann bald von den Kark endgültig erlöst ist. Weil ich gar nicht weiß, wie groß der Zyklus ist, wann die Station wieder spawnen. Wobei die ja random spawnen. Kann also sein, dass sie dann wieder in profitabler Handel oder sonst wo spawnen. Wo es mich dann erstmal nichts angeht. So, schau mal, da sehen wir doch schon die Raumkrautfabrikation hier. Ganz gut zu erkennen. Ja, also wie gesagt, auch Memo an mich. Man muss sich nicht nur an den Stationsnamen orientieren. Aber dafür ist der Handelsfilter ja da. Autopilot ausgeschaltet. Undock-Erlaubnis erteilt. Das ist wieder so eine Andockbucht mitten irgendwie hier in der Station. Mal gucken. Gut, also weiß ich schon mal, ich brauche neben dieser Plantage brauche ich auf jeden noch Sumpfpflanzen. Aber das kriegen wir auch gewuppt. Werden wir wahrscheinlich auch beim PGS bekommen. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo ist denn jetzt hier? Da. Sag ja, mitten in der Station. Hätte man eleganter lösen können. Das werden wahrscheinlich die Sumpfpflanzen hier sein. Erfolgreich angedockt. So, jetzt habt ihr aber hier Raumkraut. Geringes Angebot, ja. Deswegen sind die auch ein bisschen teurer im Einkauf, aber ich glaube trotzdem. Dass wir die an der Paraninenstation. Oder dem Schwarzmarkthändler. Für 437, ich weiß gar nicht, für was habe ich die jetzt eingekauft? Ich habe natürlich nicht drauf geachtet, ne? Da wir jetzt ja das komplette Raumkraut weggekauft haben. Das war natürlich doof jetzt, da nicht drauf zu achten. So, hier Raumkraut für 100, also ich glaube, da waren wir hier beim Schwarzmarkthändler doch besser dran. Der will nämlich, ja. Für 437 das Stück. Da werden wir auf jeden Fall hoffentlich dann jetzt unseren Profit machen.
Ja, und bisher keine weiteren Polizeiprobleme gehabt. Ja, deswegen sollte man die Sachen wahrscheinlich selber machen, weil ich weiß gar nicht, ob man bei dem Verhalten separieren kann von verschiedenen Schiffen. Ich glaube, man kann ja jedem Schiff individuell eine Möglichkeit geben zu reagieren. Wenn ich also Händlern sagen würde, okay, das überlege ich gerade, ob ich nicht so einen Schwarzmarkthändler etabliere, so einen autonomen, dem ich sage, hier, du handelst mit illegalen Waren und gebe dem individuell den Befehl, wenn die Polizei dich kontrolliert, flieh einfach oder versuch zu fliehen. Das sollte ich aber wirklich schnelle Schiffe nehmen. Das ist eigentlich mal eine nette Idee. Ich glaube, das mache ich mal. Das kann ich da eigentlich schon mal einen Auftrag geben. Ja, ist die Frage, nehme ich ein M- oder ein S-Schiff dafür? Lieber schnell sein und kleine Warenmengen produzieren. Ah, aber dafür brauche ich wieder einen Rang 3 Piloten. Den habe ich hier aktuell gerade wieder nicht. Okay, muss ich mir aber, wenn ich den nächsten Rang 3 Piloten habe, muss ich mir das mal wieder in Erinnerung rufen. Highway. Da muss ich mir das mal wieder in Erinnerung rufen. So ein, den nenne ich dann Schwarzhändler 1 und dann mal gucken, ob der dann zurechtkommt. Ja, und der muss mindestens 3 Sterne haben, damit er über sektorübergreifend handeln kann. Es gibt ja anscheinend jetzt auch eine Händlermöglichkeit mit 1 Stern, der aber nur im Sektor handelt. Natürlich jetzt auch nicht so verkehrt, das ist halt so ein Freelancer. Könnte ich vielleicht auch in Nupilius Glück in meinem Industriegebiet einsetzen. Falls die Stationshändler gerade anderweitig beschäftigt sind, kann der immer da, wo gerade was gebraucht wird, was hin und her schaufeln. Vielleicht gar nicht auch so eine schlechte Idee. Ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee. Autopilot eingeschaltet. So, jetzt kommst du hoffentlich wieder auf Linie. Sieht zumindest gut aus. Ja, wir haben jetzt eine Weile brauchen, bis wir da sind. Erreiche Nupilius Glück 6. Warum beschießt sich der Heilige Orden? Ah, nee, ist ein Teladi. Alles klar, okay, jetzt passt das. Erreiche System. Profitabler Handel. Dann ist okay.
Frage ist, ob. Ob die Kark-Station nicht dann doch zufällig wieder hier spawnt, bis dann meine Flotte endlich mal dann da ist, um die vorhandenen dann noch wegzumachen. Ja. Ja, ich habe bei der Flotte halt einfach meine ganzen Jäger einfach noch geopfert, die ich noch von meinem Angriff auf das Siegersyndikat übrig hatte. Und ja, KI-technisch verloren, weil da hatten dann 6 Jäger einen Angriffsbefehl auf andere Kark-Zweier und wurden von 5 weiteren Königinwächtern im Hintergrund einfach weggesnackt, weil die sich gar nicht drum gekümmert haben. Und ich selber, also bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt alles auf die KI schiebt, denn ich auch selber hätte das ein bisschen intelligenter machen müssen und nicht sagen können, meiner kompletten Jägerstaffel, ja, greift jetzt einfach mal pauschal 20 Kark an, dass die sich natürlich dann aufteilen und unterschiedliche Befehle bekommen, war eigentlich auch abzuwarten. Ich hätte das selber manuell nach und nach aktivieren müssen. Aber ja, so ist es halt. Aus Fehlern lernt man. Hoffe ich. Manchmal habe ich das Gefühl, ich lerne auch nicht raus. So, wir sind auf jeden Fall jetzt auf dem Weg nach 18 Milliarden. Um beim Schwarzmarkthändler jetzt hoffentlich profitabel unser Zeug verkaufen zu können. Und dann könnte ich vielleicht mal ein, zwei Runden eigene Sachen verkaufen. Ich würde jetzt tatsächlich so an die Feldspulen denken. Auch wenn das jetzt nicht so mega viel gibt. Ist übrigens halt auch ein Spielspiel, ne? Dass man das nicht automatisieren lässt, sondern dass man zwar Fabriken baut, aber sich selber darum kümmert, dass das Zeug an Mann gebracht wird, weil man da natürlich noch am besten auf die Preise achten kann. Weil natürlich, wenn man das manuell alles macht, natürlich dann darauf achten kann, wo kriegt man den besten Preis dafür. Und hat natürlich eine höhere Reichweite als die Handelsschiffe der Station unter Umständen. Da wissen wir ja, mit einem 5-Sterne-Manager haben die einen Aktionsradius von 5 Sektoren. Wobei da, soweit ich weiß, vollwertige Sektoren und nicht Subsektoren gemeint sind. Das heißt also, komplette profitabler Handel müsste eigentlich jetzt einen Sektor erzielen. Ja, und wie wir sehen, immer, egal wo ich jetzt hier in den Sektoren unterwegs bin, man trifft immer eigene Schiffe. Kranich, Gas, Verteidiger. Hat vollen Laderaum, das heißt, ja, wird das dann schön wegbringen, das Ganze. Ich muss auch sagen, das Ganze hat natürlich jetzt für mich auch einen besonderen Reiz und auch Spaß, weil selbst in meinem Probespiel war ich nicht so weit. Da hatte ich also im Endeffekt 2 Stationen, also das Hauptquartier und dann noch eine Sonnenenergiefabrik in Nobilius Glück 7. Und das war es dann so ziemlich. Ich hatte zwar auch schon ein Trägerschiff von den Argonen und ein paar Jäger drauf, ein paar Quasare gehabt. Aber das war so das Weiteste, womit ich gekommen bin. Das heißt, jetzt ist natürlich für mich auch teilweise auch alles Neuland, so mit der ganzen Koordination, dem ganzen Aufbau des Imperiums. Wobei, zugegebenermaßen, die Idee mit dem Industriegebiet hatte ich erst in diesem Spielstand. Ja, die Episode ist auch gleich schon wieder rum. Meine Güte, die Zeit rennt und rast aber auch davon. Aber so ist das halt. Aber ich denke, so ein bisschen Überlänge machen wir jetzt, weil die Waren will ich jetzt auf jeden Fall noch verkaufen an den Schwarzmarkthändler. Man müsste mal ausprobieren, ob man diese Asteroiden, die ja dauernd im Weg sind, zerstören kann und ob die dann wirklich dann da wegbleiben und dieser, man quasi einen freien Weg hier hat.
Da, die Luftstaubsauger. Überholen mich jetzt gleich. Ne, die haben das gleiche Problem mit dem Asteroiden. Das sollte man mal wirklich als Verkehrsbehinderung sehen und den wirklich mal wegmachen unter Umständen. Naja, aber die dürfen mich gleich überholen trotzdem. Die sollten eigentlich schneller sein, wenn sie im Reiseantriebmodus sind. Bisher überholen sie mich nicht. Ah, jetzt holen sie auf. Und schwupp, da ist er. Exe. Erreiche System 18 Milliarden. Also die Episode ein bisschen Überlänge, aber das machen wir auf jeden Fall noch. Mit dem Verkaufen. Dann war es dann auch für die Aufnahmesession für heute. Mal gucken, ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Die will ich dann ausnutzen, noch ein paar andere Folgen aufnehmen. Mal gucken, was für ein Spiel. Anderes habe ich ja schon aufgenommen, kann ich jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen, weil da sind die Folgen eh online, wenn ihr diese Episode seht. Aber ihr habt es eh schon dann gemerkt. Cult of the Lamp. Sehr geiles Spiel. Macht mir viel Spaß. Nein, wird dann also das auch nicht sein. Das habe ich tatsächlich vor der X4-Session hier mal aufgenommen. Und ja, mal gucken, für was ich mich entscheide. Ich habe ja noch so einige Kandidaten. Entweder ein neues Projekt oder halt eins von den Projekten, die noch weitergeführt werden können. Wie gesagt, mal gucken, mal schauen. Also was auf jeden Fall nicht verkehrt sein sollte, ist hier dafür zu sorgen, dass der Pod dann doch nochmal im Reiseantrieb ein bisschen mehr Geschwindigkeit bekommt. Aber das können wir dann über Modifikationen regeln. Hier ist ja, glaube ich, auch... das Raumdock des Ministeriums, da können wir das wunderbar machen. So, den Handel können wir jetzt auch erstmal ausblenden. Wir haben ja unser Ziel. Wermutstropfen. Ich glaube, da kriegen wir auf jeden Fall auch noch ein Problem. Müssen wir auch noch was machen. Weil die Mission müssen wir ja dann auch noch weitermachen. Und dafür habe ich hier jetzt extra die Kit angedockt an die arkadische Bestrebung, um mich dann dort schnell hinteleportieren zu können. So, ich will jetzt trotzdem mal gucken, ob zwischen den Preisen des Schwarzmarkthändlers wahrscheinlich macht es keinen Unterschied. Warum sollten das zwei verschiedene... Autopilot ausgeschaltet. So. Warum sollte es da zwei verschiedene Preise für geben? Ich gehe also einfach mal davon aus, dass das schon der Schwarzmarkthändler ist, dem wir das Zeug hier verkaufen können, über das normale Handelsmenü. Wobei ich es da schon ein bisschen cooler gefunden hätte, wenn man dann immer hätte zu Fuß hingehen müssen. Wir machen das jetzt aber mal manuell, wie gewohnt. Und guck mal, was jetzt am Profit übrig bleibt. Weil da war was von Raumkraut, Kaufangebot 267 nur noch. Okay, jetzt gehe ich, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehe ich doch mal zu dem. Guten Tag.
Jetzt gehe ich doch mal zu dem Schwarzhändler. Sofern ich da jetzt noch hinkomme, das werde ich jetzt aber gleich sehen. Und gucke, ob ich es bei dem noch teurer verkaufen kann, weil mir wurden doch 437 angezeigt, da bin ich bescheuert. Das hat sich natürlich in der Zwischenzeit verändert, aber... So, die Bar ist noch verfügbar, das ist sehr schön. Und hat er seine Position verändert? Ist er das hier? Schwarzmarkthändler, ja. Kann ich helfen? Bitte sehr. So, Raumkraut. Nee, auch 267. An dem kann ich das gerade gar nicht verkaufen. Moment, habe ich jetzt... Bitte sehr. Habe ich jetzt so dermaßen daneben gegriffen? Split. So, so teleportieren. Jetzt so daneben gegriffen mit dem, mit der Anzeige. Okay. Jetzt kann ich es verkaufen, aber immerhin. Hat auf jeden Fall Profit gegeben. Da bin ich jetzt dann doch zufrieden mit. Ja, quasi eine etwas längere XL-Folge jetzt geworden, aber sei es drum. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Seid gespannt, wie es dann in der nächsten Aufnahmesession weitergeht hier in meinem X4-Universum. Ein paar Ideen habe ich ja noch und vor allem die Mission wird dann weitergemacht. Bis dahin, habt noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.